Ich wette, ich rette die Welt ohne Geld auszugeben, ohne einen Cent auszugeben. Ich spende für keinen scheiß guten Zweck, denn alle Hilfsorganisationen sind Dreck. Ich rette die Welt, indem ich sie von den Menschen befreie und das ohne Lohn einzufordern. Das mache ich ehrenamtlich. Von Beruf bin ich Rapper und meine Berufung ist Mörder. Der Mord ist nichts weiter als eine gute Tat. Mein Wort ist alles, was zählt, kein Verrat gegen meine Maxime. Niemals wird gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Es wäre doch gelacht, wenn ich die Scheißschlacht ums Mike nicht gewinne. Besinne dich deiner Vorzüge und verlasse den Pfad der Lüge, um der Wahrheit ins Auge zu sehen. Du kannst nicht gegen Takti bestehen. Bitch, du Bitch, dein Rap ist Kitsch, dein Rap ist Hit, Ramsch und Schrott, nur Schrott, wer ist dein Gott? Hack los! Bitch, du Bitch, dein Rap ist Kitsch, dein Rap ist Hit, Ramsch und Schrott, nur Schrott, wer ist dein Gott? Hack los! Willst battlen, sag mir nur um wie viel. Ich setze mein ganzes Vermögen aufs Spiel. Was ist dein Einsatz und dein Unvermögen? Mega Einsatz von mir genügt und du kratzt ab. Wart's ab, nicht lange und du kratzt ab. Ein Satz genügt, ein Satz fügt dir so viel Schmerzen zu, dass du zusammenbrichst. Du bist ein Nichts und noch weniger als das. Du bist ein Hurensohn, die Betonung liegt auf Hure. Deine Wohnung ist ein drittklassiger Puff, der der Alternativen der Suff. Denn Rapper sollten keine Hurensöhne sein. Nein, nein, nein. Gewöhne dich an den Gedanken, dass du niemals ein Rapper sein kannst. Habe keine Angst, ich sage dir, was du tun musst. Du musst deinen Frust bewusst ablassen. Du musst mit den Händen in die Steckdose fassen. Switch. Dein Rap ist Kitsch. Dein Rap ist Kitsch. Ramsch und Schrott. Nur Schrott. Wer ist dein Gott? Hack bloß. Bitch. Du Bitch. Dein Rap ist Kitsch. Dein Rap ist Kitsch. Ramsch und Schrott. Du bist ein Magnet, der nichts als Dreck anzieht. Du bist ein Planet, großer wie eine Erbse. Passen wir zusammen, Flammen und ein Tatütata wegen deinem Haar. Dein Haar steht in Flammen und der Feuerwehrmann löscht seinen Durst mit Wasser, während du brennst. Du brennst physikalisch, der Unterschied, ich mit Stimme und Beat. Du rennst zu Mama, wenn du angegriffen wirst. Der Untergrund sind ich und Bin Laden Osama. Ich bin in West-Berlin, so sieht's aus. Nigga, wo bist du? Nigga. Egal wo du bist, ich kann dich auf Entfernung weiter als München München. Denn meine Lyrik hat mehr Reichweite als ein Orang-Utan. Bevor der Teufel mich holen kommt, bringt er sich Mut an. Mit der letzten Zeit, Digga, Mike, es hört es sich gut an. Vor der Daumen der Welt, dann geh ich mit deinem Glas voll mit deinem Blut an. Prost! Bitch, du Bitch! Dein Rap ist Kitsch! Dein Rap ist Kitsch! Ramsch und Schrott! Nur Schrott! Wer ist dein Gott? Hack los! Was? Wir machen ja nur private Aufnahmen. Ja, aber genau so religiöse Texte kann ich alle von der Moschee singen, nicht hier unbedingt. Da hat er wahrscheinlich etwas mehr Freunde. Ja? Die Kirche ist dazu da, in ihrer Liberalität allen Bedürfnissen. Seien Sie mal ein bisschen liberal jetzt. Hier wird gepisst von Ausländern, hier werden Texte gesungen. Mach das mal alles an der Moschee. Du bist doch kein Ausländer. Dann, du Idiot. Du bist ja, ey, was nennst du mich Idiot? Ey, geht's mal? Hast du das mal ruhig. Du hast das als erster Idiot gesagt. Du hast Idiot mir gesagt. Bin nicht mal ein bisschen. Du hast mir Idiot gesagt. Nein, nein. Entschuldige dich mal. Hast du zuerst gesagt. Du bist wohl kein gottesgläubiger Mensch. Spinn doch nicht so nämlich rum jetzt hier, ja? Wer spinnt dir nämlich rum? Hast du auf Kamera? Dieser Was? Du war ganz ruhig. In der Moschee in Neukölln. Da, wo was soll ich in der Moschee? Einige Terroristen herangezogen werden. Hast du deine Freude daran? Liberal, ich weiß das. Nein. Und ihr nutzt das dann Teil auf. Hier, Irre, bist du im Kopf. Alter, mach mal weiter so. Du ist okay. Das hört er gerne, das hört er gerne, weißt du? Ist okay. Weißt du, warum bin ich jetzt Nazi? Warum bin ich das sagen eure Freunde? Was soll ich denn da bestehen? Welche ganz Freunde? Schnell. Aber in 2 Jahrzehnten haben manche Ausländer. Was ist denn los? Gezogen, ja? Sind sie manchmal taktlos? Ich bin jedenfalls gegen Kopfkücher. Ja? Bring die Idee komplett von der Thema.
bist ganz schön taktlos! Du bist ja ganz schön taktlos, Alter! Atze! Das ist der Irre, der Typ. Der verkauft Robert Weltland. Ich bin Fahrer und Kaufmann und kann mir einiges erlauben. Ich habe studiert und ich bin Kinderarzt. Wenn Sie Fahrer sind, dann sind Sie aber ein ganz schlechter Fahrer. Wer ist dein Gott?